Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wollte eigentlich gerade keinen Part aufnehmen, aber ich habe kurz ins Spiel geguckt, weil ich herausfinden wollte, wie ich das mit dem Gegner löse und bin in Richtung verbotenen Wald gegangen und ich werde jetzt von einem Vieh verfolgt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss jetzt das hier aufnehmen, ihr müsst das sehen und deswegen nehme ich jetzt ein Part hier auf für euch. Und auch wenn mich ein Tier angreift, ich denke mal, ich kann den auch als Gegner sehen und auch ausweichen. Das heißt, wir werden gucken, ob das funktioniert, deswegen auch jetzt hier dieser Pausenscreen. Ihr werdet gleich sehen, in welcher misslichen Lage ich mich gerade befinde. Viel Spaß bei dem Part! So, da jetzt Achtung, erschreckt euch nicht, ihr werdet den gleich sehen. Und zwar ist es ein Sumpfkrattler und der ist gar nicht mal so klein. Da ist er. Ich hoffe, das gilt hier alles. Okay, das muss ich jetzt einfach ein paar Mal machen, bevor ich ihn angreife. Ja, damit ich einfach die Zahlen kriege. Und das Vieh ist so cool. Greif mich an, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Greif mich an. Ja, gib alles, komm schon. Mach, greif mich an. Mach das. Komm schon, komm schon, komm schon. Attack me! Nein, nicht so. Ja, so. Das war gut. Ja! Ja! Ich habe die Aufgabe. Perfekt. So, ich muss ihn levitieren. Das heißt, hoppala. Levitieren, also Levioso. Okay, das habe ich eben. Oh. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Hoppala. Okay, er attackiert mich. Keine Ahnung, was ich mit dem Vieh mache. Schwupps. Verschleck nochmal, genau. Ah. Wo ist er? Komm mal raus da. Yay. Und was passiert jetzt? Soll ich einfach von ihm weggehen oder soll ich ihn besiegen? Ich will ihn ja nicht umbringen. Aber ich muss ihn halt, glaube ich, jetzt besiegen. Incendio! Ach hier. Okay, das hilft nicht. Protego! Duellleistungen sind das. Alte Magie. Man muss einfach in den verbotenen Wald, um eine Aufgabe zu erledigen, Leute. Also falls ihr da mal Probleme habt, geht einfach in den verbotenen Wald. Dieses Huhn da auch, voll süß. So, das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu Professor Hackett gehen und diesen Zauber lernen. Ich will jetzt endlich Expelliarmus können. Entwaffnungszauber. Sowas muss man einfach können. Professor Hackett, das müssen Sie mir beibringen. So, wo komme ich hin? Und zwar... Ist das jetzt nicht abgeschlossen? Wartet mal, wieso wird mir das nicht angezeigt? Hackets Aufgabe. Verteidigung gegen die dunklen Künste, Unterricht am Tag besuchen. Achso, es ist Nacht. Vielleicht gehe ich auch mal wieder schlafen. Vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis. Kann ich... Ja? Kann ich hier hin und dann in mein Zimmer? Ah, da ist nicht mein Zimmer. Wo ist nochmal mein Zimmer? Wieso vergesse ich das jedes Mal wieder? Bei der großen Treppe ist mein Zimmer irgendwo. Trophäenraum? Ravenclaw. Hinreißen.
Ja, dann können wir jetzt die Hauptaufgabe endlich weitermachen, was mich sehr, sehr freut, weil ich habe echt schon lange drauf gewartet. Aber man muss einfach in den verbotenen Wald gehen, dann lösen sich alle eure Probleme einfach so. So, das Ding ist, es ist halt echt Nacht. Und ich möchte jetzt schlafen gehen oder geht das gar nicht? Was ich ist denn hier? Sage was ja du? Immer, oh, nee. Reisen erweitert den Horizont. Alles klar. So, ich muss nach unten. Ich glaube, ein Stockwerk nach unten, oder? Da müsste mein Zimmer sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist nicht das mein Zimmer? Nee, das ist nicht mein Zimmer. Man sollte halt auch wissen, wo dann das eigene Zimmer ist. Oder bin ich jetzt bei den Jungs gelandet? Das ist doch mein Zimmer. Nee, oder? Mir hat jemand geschrieben, die Zimmer der Jungs sehen unaufgeräumter aus. Ich glaube, ich bin echt bei den Jungs. Na gut, dann gehe ich wieder hoch. Und dann muss ich die anderen Treppen nehmen. Wahrscheinlich ist jetzt gleich Tag, weil ich so lange brauche, um mein eigenes Zimmer zu finden. So, das könnte es sein. Ja, das ist mein Zimmer. Yes. Oh, habe ich Nachrichten? Ah, guck mal. Von Lucan habe ich noch was. Es ist Zeit, deine Duellfähigkeiten zu prüfen und zu sehen, ob wir einen neuen Schulchampion haben. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde. Oh, das habe ich schon gemacht. Lucan, sorry. Ich bin da automatisch zu dir hingelaufen. So, jetzt bin ich gespannt. Kann ich schlafen? Nein. Ich kann nicht schlafen. Was? Hä? Ich muss die Nacht einfach abwarten? Ich gehe jetzt einfach mal zu ihr. Und guck, ob ich das trotzdem machen kann. Es ist endlich Tag und ich konnte den Unterricht starten. Let's go, Leute. Wir werden Expelliarmus lernen. Wuhu! Ich freue mich drauf. Poppy? Ich glaube, das ist Poppy. Ich habe die schon mal in so Vorab-Videos gesehen damals. Okay, der Unterricht ist schon wieder vorbei. Okay. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Ja, habe ich. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Ja! Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Oh ja, das wollen wir auch. Zauber. Renrock kann sich verstecken und gegen einen uns. Ruhigen okay. Zauberstab. Okay, okay. Expelliarmus. Oh nein, ich habe Y statt X gedrückt. Upsi. Das passiert mir immer. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Eine Puppe ist hier. Ja. Ja, ich möchte üben. Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Oh. Was gibt es? Ich kann Sie auch fragen, aber das machen wir vielleicht nicht. Ich möchte wirklich die Hauptquest jetzt machen. Vielleicht. Gut, dass Sie die Dinge durchdenken. Oh, okay. Ich möchte wirklich die Hauptquests jetzt weitermachen, weil ich gerade so Bock habe, die Geschichte weiter zu lüften. Hier, so, Weltkarte. Wir gehen jetzt in den verbotenen Wald. Ja, ja, ja. So, wir müssen hier hinreisen. Ah, ich freue mich so. Das wird so cool werden. Ich hoffe halt. Also, wir sehen jetzt, wo der Geist enthauptet worden ist. Aber, Was haben Sie jetzt vor? Naja, ich bin ganz guter Dinge, dass es cool wird. Dieses Geräusch sind übrigens diese Blumen hier. Die machen einfach so Trompetengeräusche. Voll niedlich. So, ab in den verbotenen Wald. Achso, das habe ich euch letztes Mal gar nicht gezeigt. Und zwar, oh, da liegt ja auch Geld rum. Forbidden Forest. Dann gibt es hier so einen Totenkopf. Und hier steht auch noch Dangerous. This area has been declared dangerous by the Mystery of Magic. Caution. Centaurus. Oh mein Gott, geil. Ah, wartet mal. Das ist Geld. 4, okay.
Ja, besser als nichts. So, wo bist du, mein lieber Geist? Wo bist du? Hier war der Zungenkrattler. Aber den haben wir ja eh fertig gemacht. Die Hühner hier sind auch extrem süß. Hier auch. Mystery of Magic. Das wird immer wieder hier hingeschrieben. Aber es sieht gar nicht so gefährlich aus. Montego. Oh. Immer dieses Y und X verwechseln. Oh, ein Reh! Ist das Rotwild? Es sieht sehr rot aus. Oh mein Gott. Ja, warten. Ich glaube, jetzt warten wir wieder, bis es Nacht ist, oder? Ja, es war so klar. Ich Hier wusste es, dass der Geist nicht am Tag herumschleicht. Wo? Ah. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Oh ja, das Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wenn ich das sage, werde ich dann auch enthauptet? Das wäre nämlich kontraproduktiv. Wollen wir? Für die Story hier. Okay, Folge Jackdaw durch den verbotenen Wald. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Ja, jetzt ist es gruseliger. Das ist erstaunlich, mein Gott, was steht hier? Wie viel mir Forbidden Forest? Glücklicherweise wieder einfällt. Ja, hier wird's richtig gruselig. Spinnen! Nein! Ihr wisst, wie sehr ich Spinnen hasse. Oh, Flohsamen? Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach hier auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Hier sieht's sehr spinnig aus. Da ist auch ein Spinnenzeichen. Oder doch griechisch? Ach, Richard. Da ist ein Spinnenzeichen und es wird sehr spinnrig. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass wir jetzt nicht in die Richtung gehen müssen, sondern in diese hier. Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Ja, ja. Hier ist es nicht ganz so spinnrig. Das finde ich gut. Oh, guck es mal, die Gegner werden uns angezeigt. Weitermachen. Da ist tatsächlich eine Spinne da vorne oder so. Es hilft nichts, ich muss weitermachen. Naja, ja, wenn du das sagst. Oh Mann, was ist das? Ach, das sind Pilze. Ich dachte schon, das ist irgendein Riesenkäfer. Oh mein Gott, wie viele Schilder wollt ihr noch aufstellen? Sollte ich hier wirklich sein? Diese Frage habe ich mir jetzt schon mehrmals gestellt. Over there. Aber nein. Gehen Sie nicht rein, aber over there. Ja, da drüben. Mhm. Okay, ja, aber gehen Sie nicht rein. Okay. Hab verstanden. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Blutegel sammeln? Ja, klar. Komm. So, da ist ein Wasserfall. Das heißt, ich muss jetzt hier hoch. Wieso ist da eine Tatze vorne? Könnte es möglich sein, dass da irgendwie so ein Werwolf oder so rumschleicht? Ist das eventuell möglich? Wow. Das sieht aber fancy aus. Seltsam feierlich, dieser Ort. Ja? Hirsche sind so majestätische Wesen. Wo waren Hirsch? Ist es schön hier mit den Glühwürmchen? Vogeltränke. Genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Jackdaws Grab. Oh nein. Der Arme. So, jetzt müssen wir darauf achten, dass ich nicht auch noch enthauptet werde. Flüstere das Passwort. Flohsamen Sie haben wir können auch. Sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Los geht's, Leute. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Intramuros. Oh!
Oh, oh. Hier draußen wird euch niemand hören. Oh. Ich wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Oh. Oh. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Entwaffne deine Gegner habe ich natürlich jetzt nicht gekonnt, weil ich das nicht ausgerüstet hatte. Ja, ja. Jetzt aber. Wohin Jackdaw mich geführt hat. Was ist da? Oh, blutig. So, rein da! Oh, Dornen. Rein da in die mysteriöse Höhle. Checkt das Grab. Okay, Achtung, bitte nicht enthauptet werden, Cersei. Achtung. Es ist sicher irgendeine Falle. Aber es sieht schön aus. Wow. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Oh, das sind schon wieder Spinnennetze. Wieso denn? Sachen sammeln für meine geheimnisvollen Tränke. Hübsches Feuer. Oh, okay. Ort? Was passiert hier? Oh mein Gott. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ihr schreibt dann in die Kommentare, Cersei, du musst dich umgucken. I know. I know. Oh nein. Oh, ich hasse das. Das sieht ganz frisch aus. Das sieht ganz Ob frisch einer aus. Meiner Zaubersprüche mich hierbei helfen wird? Ja, schon, aber es sieht frisch aus. Oh nee. Nein. Die Grab. Die graben sich da ja durch. Das ist ja ganz eklig. Ich glaube, das war es noch nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh je. Nein, nein! Oh Gott! Wenn ihr sehen könntet, wie viel Gänsehaut ich habe. Ich habe echt Angst vor Spinnen. Und dann sind die auch noch so groß. Und dann muss ich auch noch in die Höhle von den Spinnen. Und ich mag das einfach nicht. Aber der war cool. Also der war richtig cool. Was sammelst du bitte? Hallo? Kannst du bitte sammeln? Danke. Die fasse ich nicht an. Akio. Potato. Ah, ich komme von der Decke runter. Nein.
like that. Wieso sind das gar nicht so viele? Na, die graben sich da auch raus. Was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dem? You! Oh mein Gott! Ich lasse alles egal. Schlagen! Jetzt haben wir mich. Kommt schon! Das ist doch nicht euer Ernst! Hier. Potato! Probier's so. Incendio! Ich sterbe! Stopp! Stopp! Ich sterbe. Was tue ich? Wie kann ich nochmal den Schutzzauber auswirken? Ich weiß es nicht mehr. Also, wie kann ich nochmal den Trank trinken? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich hasse Spinnen, Leute. Ich weiß, ich habe es jetzt 20 Mal gesagt, aber ich sag's auch nochmal. Ich hasse sie. Ich hasse diese Dinger einfach so sehr. Komm schon, ich schaffe das jetzt einfach. Das war's? Nee. Doch? Ich hab's geschafft. Ich habe hier einfach die Möglichkeit, den auszuwählen, oder? Nee, das ist er nicht. Wie kann ich denn diesen Trank hier unten wählen? Das weiß ich nicht mehr. Muss ich in Erfahrung bringen. Habe ich noch irgendwo einen Giftzahn? Nee. Also diese Folge... Oh. Also er ist von Spinnen enthauptet worden? Habe ich das so richtig verstanden? Kann das sein? So, jetzt habe ich das hier geöffnet. Da ist was rausgekommen, so eine Maske. Nee, ich muss noch weiter. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ach, was ist denn das hier? Wieso macht man denn sowas? Why? Ich kann es mir nicht erklären. Da kommen sicher noch mehr Spinnies. Jetzt kommen die richtig großen Wetten. Dabei reicht's mir einfach schon. Kommt jetzt die Bossspinne? Ich sag's euch. Wäre das ein Basilisk, es wäre mir egal. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich glaube, ich gehe gerade falsch. Ich gehe ja zurück. Das ist nicht der richtige Weg, glaube ich. Hier muss ich runter. Da hinten! Das ist nicht schön. Ich hasse es so sehr. Wieso müssen es Spinnen sein? Noch ein Rätsel. Keine Spinnen. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Das ist ja kein Rätsel. Das ist ja einfach nur draufhauen. Das
Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Achso. Ah. Jetzt aber. Oh mein Gott. Bemerkenswert. Stimmt. Oh, ich habe das Gefühl, da kommen noch mehr Spinnen. Und ich habe keinen Bock. Oh mein Gott. Da kommen welche. 100%. Ja, guckt sie euch an. Der Aase-Spinnis. Und ich glaube, sie werden bald größer. Ich habe da sowas im Gefühl. Guck mal, die Leichen sind nämlich größer. So, ihr werdet alle von mir fertig gemacht, damit ihr Mama nicht mehr unterstützen könnt. Da kann man hoch, da kann man weiter. Ich will hoch. Da ist eine Truhe. Eine unberührte Truhe? Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Wann ist er hier gestorben? Das wäre auch mal eine interessante Frage. Okay, das nächste Rätsel. Ja, es werden mehr Spinnen. Definitiv. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt einen riesen Cliffhanger geben muss, aber das waren für mich heute genug Spinnen. Und ich werde diesen Part jetzt beenden und wir sehen, wie es weitergeht im nächsten Part, nämlich morgen um 17 Uhr. Ihr müsst ja nicht lange warten. Es sind ja nur, ja, 23,5 Stunden bis dorthin. Also, ihr müsst nicht lange warten, das geht schon. Ihr kriegt das hin, ich weiß das. Wir sehen uns dann morgen wieder. Seid gespannt, was wir hier, ja, noch so erleben an Spinnen. Und falls ihr mich leiden sehen wollt, schaltet morgen um 17 Uhr wieder ein, weil ich glaube, wir haben noch ein paar Spinnis zu bekämpfen. Ich hoffe, euch hat dieser Part trotzdem gefallen, trotz den Spinnen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!